Hallo und herzlich willkommen auf ein neues Augengespräch mit mir, Ursula Gachnang. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig das ist, dass du zu Hause an deinem Augenlicht arbeitest und es unterstützt, wenn du die Diagnose Augenkrankheit bekommen hast. Und ich rede hier von Augenkrankheiten wie Makuladegeneration, Glaukom, trockene Augen, sprich Sicker-Syndrom oder Katarakt. Weil, wie du ja weißt, wenn du eine Diagnose bekommen hast in dieser Größenordnung, dann ist es so, dass wenn du zum Beispiel die Makuladegenerationsdiagnose bekommen hast, dass du dann einfach nach Hause geschickt wirst und es abgewartet wird und alle halbe Jahre geprüft wird, ob deine Makula sich verschlechtert. Und wenn sie sich verschlechtert, dann geht sie von der trockenen in die feuchte und dann spritzen sie dir Krebsmedikamente in den Bulbus. Beim Glaukom kriegst du vielleicht Tropfen, um den Druck zu reduzieren. Beim trockenen Auge geben sie dir künstliche Tränenersatztropfen. Und beim Katarakt warten sie einfach ab, bis er stark genug ist und dann operieren sie dir die Linse raus. Ich hatte letzte Woche eine Klientin, sie ist 35 Jahre alt, hat seit 2 Jahren eine Makuladegeneration, also viel zu jung für diese ausgebrochene Krankheit. Und seit 2 Jahren schauen die Ärzte und sagen, ja, es wird immer etwas schlimmer. Diese Frau, die kann 80 bis 90 Jahre alt werden und sie ist 35 und hat schon das Problem, dass sie das Augenlicht verlieren könnte. Ich bin jetzt hier ins Tessin gezogen, sie wohnt in der Nähe und jetzt ist sie aufmerksam geworden auf mich und hat mich angefragt. Natürlich kann ich mit ihr arbeiten. Sie ist äußerst glücklich, dass sie mich gefunden hat. Ich habe an ihr gearbeitet. Ich habe ihr einiges nach Hause gegeben, was sie alles machen kann für Durchblutungsförderung, für ihre Makuladegeneration, dass sie eben eingehalten werden kann oder bestenfalls sogar verbessert werden kann. Ja, das gibt es. Du hörst nicht falsch. Es ist möglich. Ich habe meine Praxis über 20 Jahre und ich habe so viele Makuladegenerationspatienten, besser gesagt Klienten, in meiner Praxis behandeln dürfen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und ich habe über 90% dieser Klienten haben wir es geschafft, dass die Makuladegeneration angehalten werden konnte oder sogar verbessert wurde oder, wenn es im Anfangsstadium war, sogar weg war nach 1-2 Jahren. Aber das Ziel ist, dass du zu Hause arbeitest, auch beim Glaukom. Auch wenn du schon lange Jahre Tropfen nimmst, es ist möglich, wenn du zu Hause arbeitest, dass du vielleicht leichtere Tropfen bekommst, keinen Beta-Blocker mehr bekommst oder wenn du in der Grenzregion, um Tropfen zu kriegen, bist, dann ist es sowieso das Beste, wenn du zu Hause arbeitest an deinem Augendruck. Weil dann brauchst du vielleicht nie Tropfen. Weil du kommst ja nicht mehr los von diesen Tropfen. Das machst du ja auch bis ans Lebensende. Und diese Nebenwirkungen, ja, wenn du die haben willst, kannst du das gerne tun. Aber das Problem ist einfach, dass du die Hände oder deine Krankheit in die Hände der Schulmediziner einfach nur legst und sagst, ja, ich habe einen Stempel drauf, ich habe jetzt eine Augenkrankheit und damit muss ich jetzt bis ans Lebensende leben, weil es ist ja auch vererbt. Ich kann es nicht mehr hören. Und es ist wirklich, ich fordere dich auf, dass du darüber nachstudierst, weil der Sehsinn ist erfahrungsgemäß der wichtigste Sinn, wenn du ihn hast, für dich als Mensch. Und es ist einfach, meiner Meinung nach, etwas fahrlässig, wenn du einfach nur sagst, ja, ich habe jetzt Medikamente und das reicht schon und mein Arzt macht das schon richtig, das ist schon okay, und du einfach zu Hause weitermachst, so wie bisher. Weil du hast ja die Krankheit bekommen und es ist zwar vererbt, aber diese Vererbung hat nichts mit den Genen zu tun, sondern mit der Art, wie du dein Leben lebst. Und da könntest du vieles verändern. Und wenn du hier immer sagst, jawohl, 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 das könnte ich, ja, dann mach es. Dann sei dabei,
buche eines meiner Seminare, weil ich habe zum Beispiel für Glaukompatienten habe ich ein wunderbares Seminar, was du lebenslang haben kannst, wo du immer mit mir in Kontakt bist, wo ich dich auch betreue, berate, begleite, unterstütze. Natürlich parallel zur Schulmedizin. Und auch bei der Makuladegeneration ist es immens wichtig, dass du zu Hause was machst. Weil da wird ja einfach nur abgewartet, bis du die feuchte Makuladegeneration hast. Und dann machen sie dir Spritzen mit einem Krebsmedikament. Und da hast du 50% Chance, dass Einhaltgebiet werden kann oder dass du erblindest. Also jeder Zweite erblindet. Das macht doch keinen Spaß. Das kann es doch nicht sein, dass du einfach nur abwartest. Nein, das kann es nicht sein. Auch bei den trockenen Augen, beim Sika-Syndrom. Diese künstlichen Tropfen sind eines, aber das reicht meistens nicht. Du bist ja geplagt in der Nacht mit diesen sandigen, zugeklebten Augen. Du hast ja ein Riesenproblem, um diese Augen überhaupt aufzukriegen. Du blinzelst nicht mehr, weil das einfach keinen Spaß macht. Du hast dauernd Entzündungen der Bindehaut. Das ist doch nicht lustig. Du könntest was tun zu Hause. Auch beim diagnostizierten Katarakt, wenn es der Anfang ist, du kannst was tun, dass es eben am Anfang bleibt und nicht so schnell ausbricht. Du kannst natürlich sagen, ja, das ist mir egal, dann habe ich künstliche Linsen drin. Ja, das kann sein, aber wenn du künstliche Linsen drin hast, dann kann es Folgekrankheiten geben, wie Makuladegenerationen und so weiter. Das weiß einfach keiner. Das sage ich dir jetzt. Nochmal, das Augenlicht ist für 90% der Menschen, die sehen, der wichtigste Sinn an ihrem ganzen menschlichen Körper. Also spiele nicht rum mit diesem Sinn. Und mach was parallel zur Schulmedizin. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, dass du nur zu Hause was machen sollst und keine Schulmedizin nehmen sollst, sondern du sollst beides zusammen vereinen. Und dann hast du die bestmögliche Chance, dass du Einhalt gebieten kannst deiner Augenkrankheit oder sogar eine Verbesserung oder die Anfänge gleich wieder eliminieren. Das ist mein Tipp für dich heute oder diese Woche. Und ich freue mich riesig, wenn ich dich in einem meiner Online- oder Offline-Seminare sehe. Dann weißt du nämlich, wovon ich spreche. Oder wenn du bei mir einen Gesprächstermin buchst. Oder wenn du sonst irgendwas machst für deine Augen bei einer anderen Augentherapeutin. Ich freue mich wirklich, weil es ist so wichtig. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du den Mut fasst und selber etwas tust zu Hause an deinem Augenlicht, weil ich sage dir, es wirkt. Schönen Tag wünsche ich dir.